Vor 20 Jahren hat der katholische Verband der Werktätigen KVW buchstäblich eine Horizonterweiterung im Bildungsprogramm vorgenommen. Durch Sprachferien wurde den Südtirolern die Möglichkeit geboten, längere Zeit in einem anderssprachigen Land zu verbringen. Dort konnte in Gastfamilien und Schulen dann die Fremdsprache erlernt werden. So hat der KVW seit 1995 über 10.000 Wissbegierige in die Sprachferien geschickt. Wenn einer eine Reise macht, dann kann er was erzählen, im besten Fall sogar in der Sprache des besuchten Landes. Um die Fremdsprachenkenntnisse der Südtiroler aufzupäppeln, hat der KVW vor 20 Jahren die Sprachferien ins Leben gerufen. Katharina hat im letzten Jahr ihr Englisch im britischen Chester verbessert. Auf die Idee bin ich eigentlich gekommen, weil ich mein Englisch ziemlich hoch getan habe in der Schule. Und Reisen halt gefällt mir einfach gut und dann habe ich das irgendwie gewollt verbinden und dann habe ich da Broschüre gefunden von KVW und dass Jugendliche halt so, dass es Sprachreisen gibt und durch die Freunde, die was von anderen Ländern kommen, hast du alle Englisch geredet und eigentlich das haben sie auch eher spielerisch beigebracht. Sie ist sehr selbstbewusster geworden. Die Sprachkenntnisse haben sich sehr verbessert und es war schön im Zeugnis zu sehen, die Note, was sie gebracht hat im ersten Semester heuer. Die Sprachferien des KVW verbinden Urlaub mit Vokabellernen, Kulturgenuss mit Grammatik. Auf 5 Kontinenten können mehr als 60 Kursorte ausgewählt werden. Was am meisten nachgefragt wird, ist Italienisch, Englisch, auch Deutsch von italienischen Kunden, die wir natürlich haben. Des Weiteren Spanisch, Französisch, Portugiesisch. Wir hatten aber auch schon Kunden, die Chinesisch und Japanisch gebucht haben. Also es gibt nichts, was es nicht gibt. Ja, wir als Verband setzen ganz stark auf Bildung. Und ich denke, dass die Sprachen ein wesentlicher Teil der Bildung sind. Wir merken das, je besser jemand in den Sprachen ist, umso größer sind auch seine Arbeitsmöglichkeiten. Er hat viel mehr Möglichkeiten. Und deswegen ist es für mich als Landesvorsitzenden sehr wichtig, dass wir auch in diesem Bereich präsent sind. Und man merkt das ja auch an den vielen Buchungen, dass das auch gut ankommt. Kulturell wachsen können die Sprachenurlauber vor allem auch in ihren Unterkünften. Einige wohnen bei ihrem Lehrer, andere bei Gastfamilien, so wie Helmut, der im letzten Jahr im kanadischen Vancouver war. Englisch hat mich immer interessiert, aber aufgrund meines Berufs habe ich nie die Möglichkeit gehabt, einen Kurs zu belegen. Ich war immer im Außendienst und es ist schwierig, einen Kurs zu belegen. Und wie ich dann in Pension gegangen bin, habe ich gedacht, das wollte ich allen tun, jetzt habe ich sonst nichts zu tun, dann habe ich eben Englisch gelernt anfangen. 20 Jahre KVW-Sprachferien haben die Südtiroler weltoffener werden lassen. Die Lust auf fremdsprachige Konversation wächst von Jahr zu Jahr.